und keine Ahnung, meine Schwester auf Schule steht, so, weißt du, wie ich meine? Ja, aber Das trotzdem, wäre ja wenn du. übel scheiße so Ja, für aber das sie. macht ja gar keinen Sinn, weil wenn du schwul bist, stehst du ja nur auf Typen. Wenn du nicht. Wenn du auch auf Frauen spielst, bist du ja nicht mehr schwul. Ne? Ne? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Weil wenn du nicht nur auf Typen stehst, dann bist du ja gar nicht schwul. Jetzt geht's los übrigens. Wollte ich nur gesagt haben. Jetzt Lukas. Da ist Cristiano Ronaldo. Ja, so kennen wir Cristiano Ronaldo. Ich denke, du das Ding. Komm hier. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Und jetzt Fekir. Tolles Zuspiel. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung! Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich. Das stört mich. Das geht in OBS viel besser, dann kann man die Kamera halten. Sie gehen dazwischen. Da könnte ich das links einfach wegschneiden und ziehe es mal weg. Geht hier einfach nicht. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Hussein Aouar. Das war wichtig, dass er da an den Ball kommt. Ødegaard. Ronaldo. Da ist das schöne Oh. Tor. FC Bayern 7, Ronaldo. Nein, nicht wieder umfallen. Ich das Scherbe der 1, 2, 6 ist. Sie suchen die Lücke. Ne? Jetzt kann er den Ball reinbringen. Spielt den Ball. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Was wollte er auch in der Ecke rausholen? Hat den Ball aber selbst ins Ausgehauen. Jetzt sind sie am Ball. Nabil Fekir am Ball. Nun bei. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Fekir wieder mit dem Ball. Cool. Fekir wieder mit dem Ball. Ball bei Cole. Ein guter Block hier. Riesenchance für die Berlin. Hä? Digga! Oh, moin. Warum blockt der das denn nicht, Digga? Keine Ahnung, warum auch immer nicht mehr blockt. Und mal aufrachen, der Dreh ist einfach so ein Opa und es gibt eine 98er-Karte von ihm. Ne? Ecke kommt rein. Gibt hier doch noch Freistoß, da hat er erst weiterlaufen lassen, aber es ergab sich keine richtige Gelegenheit. Jetzt Ribéry. Jetzt vielleicht die Flanke. Hey, wie? Wie schlecht? Zwei Tore innerhalb weniger Minuten und schauen Sie sich diesen Jubel an. Rückstand für Real weiter geht's in dieser Partie. Schön dazwischen gegangen. Und jetzt ein Zweikampf. Digga, warum sind Abwehrspieler dreimal so schnell wie meine Stürmer? Keine Ahnung. Eigentlich geht das so gut wie gar nicht, weil deine Stürmer schon fast so schnell sind, wie es geht. Das ist ein schönes Ausgang. Lukas. Cristiano Ronaldo. Geht er rein! Den Ball hat Loris! Starke Aktion!
Hallo, Loris steht auf der anderen Seite. Wie funktioniert das? Zieht er sich hier mal um oder was? Guck mal, da ist Loris wieder. Schlechter Pass, er hätte 3-1 machen können und damit wäre das Game durch gewesen, hat er nicht gemacht. Weil er dumm ist. Du musst darauf achten, du weiter auf seine Seite läufst, verschwindet dein Loris. Der zieht sich schnell um. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Dimitri, gute Ball. Hä, wie? Er ist Lukas. Mount. Cristiano Ronaldo, Riesenchance. Der ist drin, es steht unentschieden. Achso, Ronaldo, kein Raum. Ich finde das immer noch so geil, Digga. Ey, das ist einfach so, weiß ich nicht. Da ist er einfach gedankenschneller als ja. Nein, außerdem, das heißt nicht Jü, das heißt Jü. Na? Gomme Maut. Ne? Sass. Wild. Digga. Und Bre. Ich finde das legendär, das Video. Ne? Ich finde, die sollte das öfters machen. Ne? Ich finde, solange sie noch für die Tagesschau arbeitet, sollte sie jedes Jahr vorlesen. Die Jugendwörter des Jahres. Weil sie das so richtig schön trocken einfach nur vorliest, was vor ihr auf dem Bildschirm steht. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Sie verlieren den Ball. Ich finde auch die Aufzählung gut und dann sagt sie und Bre. Und Bre. Genau. Skurra! Cha, 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 cha. Oder sie sagt euch wild, sie sagt ja immer wild. Einfach Englisch. Ja. Ey, du bist so wild. Schön. Jane Sancho. Auch in diesem Jahr können Jugendliche über das Jugendwort des Jahres entscheiden. Und diese 10 Wörter stehen Gommemot. Sü. Smash. Smash. Wild. Wild. Digger. 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 Macher. Bodenlos. Bodenlos. Slay. Sass. Sass. Und Bre. Und Bre. Bis zum 13. September. Die Website. Vor allem, du musst dir überlegen, die beiden Sprechern im Fernsehen, ist das ja so, die hat dann so ein, vor der Kameralinse so ein Display und das stehen die dann so Zeile für Zeile und sie guckt sie erst einfach ran und dann so, dreh. Wild. Ne? Wie sie auch einfach nur Bre sagt, so, Bre, Bruder. Ich weiß, und sie sagt dann einfach und Bre. Da geht er natürlich hervorragend dazwischen. Wichtig. Sie können und auch Gomme-Mode. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Erleben. Ronaldo. Macht er das Tor? Ja, macht das da ganz sicher. Jeder, so wie ich und die YouTube-Seiten so 2015 und so noch kennen, weiß ganz genau, was mit dem Gomme-Mode anzufangen und sie liest das einfach so vor. Gomme-Mode. Und hat einfach keinen Plan, was das ist. Er ist weiter am Ball, Abwehr tut sich schwer. Digga, warum bin ich passiv, Mann? Weiß ich doch nicht. Ja, geht gut, Digga. Du kleiner Bre. Guter Steilpass. Digga, so dumm. Real ist hinten, damit geht es nun weiter in dieser Partie. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schöne Ball im Spiel gehalten. Der Ball kommt.
Wie, Digga? Ja, Bärbel über. Ey. Nee. Neuer Spielstand 4 zu 2. 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Digga, er kriegt auch immer den Ball. Zwei ja, du darfst Bärbel einfach keinen Raum geben. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Viel Übersicht bei diesem Pass. Ja, schön, wenn uns abseits. Natürlich klar, aber das hätten sie vermeiden können. Wenn der Pass einen Moment später kommt, ist niemand mehr im Abseits. Ja, diese Geduld musst du natürlich haben, sonst kommt sowas dabei raus. Di Natale. Und Loris ist da, den Ball hat er super gehalten. Jetzt Nabil Fekir. Und da ist der Ball wieder weg. Ja, ich komm. Ja, du bist die ganze Zeit am Handy. Kannst du das nicht mal schnell lesen denn? Hä, hey, ich bin die ganze Zeit gar nicht am Handy. Du bist immer am Handy. Ja, aber jetzt gerade nicht. Ja. Immer dann, wenn man das nicht, genau. Hä, hey, ich war gerade nicht am Handy. Was? Ja, von da hast du sogar gelesen. Ne? Ne? Und es gibt natürlich Einwurf. Ribéry. Und klasse durchgesetzt. Ribéry! Digga, er ist der größte Hurensohn, den ich hier gefickt habe, Mann. Meinetwegen nicht! Meinetwegen kannst du einfach aufgeben, dann eh keins mehr. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Guck dir diesen Sprint an, wie er da auch ganz schnell hinsprintet, um es dann doch noch zu schaffen. Wenn wir da ein bisschen mehr Geduld haben, dann lässt sich dieses Abseits vermeiden. Auf jeden Fall, vorne steht jemand im Abseits. Und dann trotzdem dieser Pass. Also das ist ärgerlich. Wie Ruben Dias da gerade so stehen lassen wurde einfach. Hat sich so richtig hilflos gefühlt. Ne? Du hast so einen Pass zu Christensen gemacht, der ist mir ein bisschen den Ball losgelaufen. Ruben Dias stand auf der anderen Seite und hat sich richtig hilflos gefühlt. Weil ich mal wusste, was er machen soll. Einfach komplettes Spiel vergessen. Er ist so Dogshit, ne? Mit seinem scheiß Schwanz 95er Team oder was er da hat, Digga. Geht es hier weiter. Jetzt haben sie den Ball verloren. Guck es dir an, Digga. Er kriegt das immer den Behinderten. Ich muss mir das nicht angucken. Ich weiß gar nicht, wie er so überhaupt Pfandbus. Der gewinnt eh. Digga, als wenn das kein Abs. Und wie gut ist der heute drauf? Ah. So schnell nicht vergessen. Ja, das war auch alles bei Spiel, Digga. Natürlich. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt Gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Joko spielt den Steilpass. Das war jetzt aber mal eine gute Szene vom Torhüter. Ja, aber leider einer der wenigen bisher heute. Das ist nicht sein bestes Spiel. Viel Platz für den Konter jetzt. Hä? Wie, Digga? Du drehst um, gefühlt, er weiß, was du machst im Moment. Ja, weiß er ja auch. Jadon Sancho. Und jetzt die Chance. Er liest gefühlt deine Gedanken, der Typ. Er weiß in alle möglichen Spielzüge. Ja, aber Digga, er prediktet das ja komplett. Ja, er hat schnellere Internet. Hä? Digga, der muss ja 1,90 gewesen sein oder so, dass er den Ball noch gekriegt hat. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Ja, ist gut, Digga. Mach doch deinen Schwanz Freistoß. Joko, kein besonders guter Freistoß. Parade von Loris, weiter geht's. Die Gelegenheit.
Digga, dass der nicht reingegangen ist. Ja. Der ärgert sich bestimmt auch gerade so darüber. Wir wollten jetzt halt 8:2 machen, wenn du einfach nicht aufgibst, so jetzt kriegt er das nicht. Eden Hazard. Da trennt er ihn fair vom Ball. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Nachspielzeit, eine Minute. Hazard. Hazard, den muss er machen. Lloris hält, Ball ist weiter im Spiel. Wir sind am Ende dieses Spiels angekommen für die Gäste. Ja, die ganze Zeit spielt er richtig schlecht. Ja, und dann packt er aus. Als wenn er seinen Bruder oder so wieder geholt hat. Ja.